Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Studio Ostende. Diesmal geht es um ein verhältnismäßig neues Wohnmobil, welches die Melanie und der Friedrich gekauft haben für einen günstigen Kurs. Das haben wir auch hier vorgestellt. Die hatten einen Heckschaden, die Rückwand war kaputt. Und das sehen wir hier, das haben sie schon alles zerlegt. Und das ist ein Produktionsfehler gewesen, sprich ein Fehler in der Produktion des Wohnmobils. Die haben die Schrauben, die hinten durch diese Rückwand durchgehen, dann sitzt hier hinter eigentlich eine Holzleiste und die waren alle daneben geschraubt. Damit hat keine Schraube von der Stoßstange Halt gehabt. Und das war alles lose. Und das kann jedem von uns passieren oder jedem von euch, der ein neues Wohnmobil kauft. Davor seid ihr nicht gefeit. Das kann man auch nicht nachgucken. Dafür müsste man die neuen Wohnmobile auseinanderschrauben oder auseinanderschneiden. Und diese Feuchtigkeit macht sich meistens erst bemerkbar nach 6 bis 7, nach 8 Jahren. Und dann ist eure Feuchtigkeitsgarantie sowieso abgelaufen. Also infolgedessen, auch die neuen Wohnmobile haben ihre Schwierigkeiten, ihre Macken. Und jetzt guckt euch das Ganze mal an, wie die das repariert haben und um welchen Fehler es sich handelt. Ich würde sagen, wir gehen ins Detail und hoffen, ihr seid dabei. Und der hier, ne, der wartet schon auf ein Leckerli. Ne? Der will spielen. Los geht's! Moin Axel! Moin Kathi! Wie ihr seht, seht ihr, dass wir fleißig sind. Unser Video ist natürlich ein Handyvideo. Ja, das war's. Aber mein Mann, guck mich mal an. Er entwickelt ganz gute Fähigkeiten. Ja, sie haben hier wirklich schon gewirbelt und sind jetzt schon richtige Schremper. Ne? Die Seitenwand ist raus und auch die Aluwanne aus der Heckgarage ist raus. Das ist ein bisschen aufwendig, aber durchaus machbar. Jetzt kommt er vernünftig an die verrotteten Wände ran und Teile und kann diese dementsprechend austauschen. Moin Axel. So, jetzt habe ich mich nochmal rangetraut an die Stoßstange. Hab das jetzt, wie du siehst, den Kleber rausgeschnitten. War ziemlich verklebt und mit einer Pottniete versehen. Unten drunter, glaube ich fast, dass die den schon mal abgehabt haben. Ich weiß nicht, ob das original ist. Und diese Schiene hier hinten längs, das ist doch tatsächlich die Schiene, wo die Stoßstange eingehangen wird. Hier wird also praktisch nur drüber gehangen. Und hier hinten haben wir dann das Problem mit den Schrauben, die ich gleich auch nochmal von innen zeige, wo das Wasser durchgegangen ist. Da kannst du auch noch sehen von hinten, wenn ich die mal anziehe, da hat sich das alles gelöst hier. Gleichzeitig habe ich dann nochmal die Leiste von der Seite abgenommen. Hier lief dann Wasser hinterweg. Und dann, wenn ich dir das von drinnen zeige, kannst du das sehen mit den Schrauben hier, wo das Wasser durchgegangen ist. Und wenn wir uns das angucken, in der Mitte, dann würde ich pauschal mal sagen, die haben damals beim Zusammenbauen Murks gemacht, weil die mittlere Latte hätte ja um 5 cm oder 3 cm höher müssen, dass die Halterung mit den Schrauben genau die Latte trifft und nicht geklebt und ins Styrodur einfach nur eingeschraubt wird. Hier an dieser Stelle ist das natürlich ganz klar ein Produktionsfehler. Man hätte auch die Stoßstange, die wir jetzt hier sehen, etwas tiefer hängen können. Aber da hätten die ganzen Seitenleisten, ne, die wir hier seitlich sehen, ja auch alle tiefer gemusst, weil sonst hätte es ja nicht gepasst. Also hier ein ganz klarer Produktionsfehler, der hier vorliegt, weil so bekommen die Schrauben keinen Halt. Ne? Natürlich ganz dumm gelaufen. Und hier sehen wir den Fili auch schon mit einem Multitool ganz fleißig am Arbeiten. Wir blenden euch hier mal ein Multitool ein. Sowas bekommt ihr auch bei Amazon oder findet das auf unserer Shopseite. Ne? Aber da ist er schon echt fleißig dabei und das muss natürlich raus. Ja, das löst sich. Oh. Dann muss ich gucken, ob ich die ganze Wand nicht doch rausreiße. Das sieht schon ein bisschen doof. Okay, so alles nass. Ja, dann war das feucht. Bis hierhin. Da fällt das also raus auf jeden Fall. Aber dann muss man sich echt überlegen, ob man das nicht alles rausreißt. Das war Schweinearbeit. Aber nützt ja nichts. Wir werden noch richtige Schremper. Ach liebe Melanie, das seid ihr doch schon, ihr beiden, du und Fili. Moin Axel. So. Hier habe ich jetzt auch mal freigelegt. Da kannst du sehen, wo alles feucht ist. Eigentlich hatte ich mich ja dazu entschieden, nur das unten neu zu machen, wie du weißt. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das weiterhin rauszureißen. Also das heißt, diese eine ganze Wand, weil ich habe gemerkt, diese Schrauben tatsächlich, die sind auch feucht. Warum auch immer.
Also waren die irgendwie nicht richtig abgedichtet, denke ich mal. So, jetzt noch einmal ein bisschen weiter. Auch der Sonntag bleibt kein Sonntag bei mir zurzeit, weil ich hier ein bisschen weiterkommen will. Ich habe den Rahmen nicht rausbekommen, wie du siehst. Hab hier auch noch weiter aufgemacht, weil das doch hochgezogen ist durch die, ne, wie man das im Kern, Kapillarwirkung, hat sich das Wasser nach oben gesogen. Bin jetzt beigegangen mit dem Multitool, habe da Stücke eingeschnitten und arbeite das jetzt mit dem Stechmeißel unten drunter weg. Das ist zwar ein bisschen aufwendige Arbeit, klappt aber. Das einzige Blöde ist eben, man muss da so komisch drunter liegen hier auf dem Fußboden. So, bis dahin, wo ich das angemerkt habe, wo die Halterung saß, werde ich es wohl wegnehmen müssen. Und ja, da werde ich dann neue Sachen einsetzen. Hier auf der anderen Seite genauso. Hallo Axel, so ein kleiner Einblick nochmal. So, hier hat die verrostete Leiste ja gesessen. Das haben wir jetzt abgemacht, beziehungsweise habe ich abgemacht, alles sauber gemacht, Dichtung dahinter weg. Die Leiste ist auch mittlerweile gesandt gestrahlt. Hier zeige ich sie dir mal, neu Pulver beschichtet. Die soll dann wieder dran. So, dann geht es mal drinnen weiter. So, in der Ecke, das Holz haben wir auch schon zurechtgeschnitten, zeige ich dir gleich. Hier geht es dann weiter. Hier habe ich jetzt Styropor, wo wir das mit auffüllen. Dann haben wir hier hinten in der Ecke, wo es ja auseinander ging und gar nicht zusammen war, einmal mit Kleber die ganze Ecke schön festgeklebt. Und jetzt geht es weiter. Dann habe ich das Holz, was wir haben, einmal mit Holz härter gestrichen. Und zwar ist es dieses Holzbrett, was nach unten kommt, wo ja einmal 6 cm Holz war und einmal 4 drüber. Das haben wir jetzt in einem Stück gemacht, ging aber nicht zu schneiden, weil 2,7 cm ist echt scheiße. Haben wir 5,5 genommen, haben die gebohrt und zusammengeklebt, wie du siehst. Hier sind die anderen Stücke gerade gestrichen. Ich hatte noch Konsulanfarbe, das ist natürlich auch eigentlich eine super Farbe auch für außen. Das kann nicht verkehrt sein, das auch mitzustreichen. Ja, und dann geht's weiter. Das erstmal vor. Danke, Axel. So, jetzt habe ich hier noch einmal die Auflagen, die U-Auflagen von der Wanne. Da lagen die ja nur praktisch auf dem U oben drauf. Da habe ich jetzt Winkel, Aluwinkel reingearbeitet, einmal mit Schrauben, einmal mit Popnieten, damit die eine bessere Auflagefläche haben. Ne, das habe ich bei beiden gemacht. Und dann ist es ja nicht so scharfkantig von der Auflage. Denke ich mal, das ist auf jeden Fall besser. Weil die Aluwanne von hinten, habe ich die Versiegelung rausgeschnitten, weil die war scheiße versiegelt. Hier ist alles dreckig. Hier habe ich sie schon gereinigt. Ne? Hier wird sie auch neu versiegelt. Rest später dann. Hallo Axel, hallo Lasko, hallo Kati. Erst die Menschen. Also hallo Axel, hallo Kati, hallo Lasko. Ein kleines Video vom Fortschritt unserer Bauarbeiten. Friedrich war die letzten Tage mit seinem Kumpel dabei und hat hier hinten die, ja, wie heißt das denn, die Holzsachen da neu gemacht. Styropor ist schon drin. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Es ist hier ein bisschen dunkel hier im Wohnmobil. Hier die Rückwand ist schon fertig oder fast fertig. Die Leisten sind neu drin. Ne? Alles cool. Fertig gemacht. Da müssen wir noch die Kabel wieder verschwinden lassen. Und so langsam, aber sicher, wird unser Womo wieder schick. Und der Wasserschaden ist bald Geschichte. Ja, Friedrich und sein Kumpel waren, wie gesagt, sehr fleißig, haben gesägt, geschraubt, gebohrt, geschrempert. Wir werden noch richtige Schremper. Ich drehe die Kamera wieder um. Ja. Und ich komme hier raus. Und einer von den Jungs steht da. Und wir sind ganz stolz, wenn wir fertig sind. Tschüss! Das ist die Eckleiste Beifahrerseite. Die ist jetzt wieder mit Dekasil gefüllt und abgedichtet und gegen Wasser entsprechend versiegelt und geschützt. Friedrich und sein Kumpel haben hier die letzten 3 Tage ganz viel gearbeitet und gemacht. Foto mit dem Bild, du kannst ja mit dem Bild. Da. Friedrich ist
heute ein bisschen schamhaft. Der möchte nicht mit aufs Video. Und bis da unten hin. Jetzt müssen wir das Gummi dann auch wieder einziehen, wenn das alles schön getrocknet ist. Und die Leiste hatte Friedrich dir, glaube ich, ja schon mal gezeigt. Gepulvert, gedingstert, bumstert und wieder dran gesetzt, dass wir da die Stoßstange wieder dranhängen können. Also ich glaube, das Baby wird bald auf der Straße unterwegs sein. Ja, und hier drin noch mal kurz, die Rückseite ist wieder schick. Muss die Lohle wirklich bedient werden. Ja. Moin Axel, so, hier einmal die Sachen, die ich benutzt habe. Das ist einmal der Holzhärter. Da habe ich mir ein bisschen schlau gemacht im Internet. Ob das nun wirklich was ist, weiß ich nicht. Aber kann ja nicht verkehrt sein. Dekasil zur Eckleiste abdichten. Und Sigaflex 554 habe ich benutzt, um die Ecke zu verkleben. Von der Seitenwand zur Rückwand, die nicht verklebt war. Und dann eben halt noch mit Konsularfarbe, Wetterschutzfarbe. Die ist ja sehr beständig und auch sehr wasserabweisend. Und von daher denke ich mal, dass wir da auf einem guten Weg sind. Tja, hier springe ich noch mal eben rein, ja, ganz kurz auf die Schnelle. Von Amts wegen muss ich immer ein bisschen unsere Schremper-T-Shirts und Hoodies bewerben und natürlich auch unseren Amazon-Shop. Da findet ihr all diese Sachen, mit denen auch der Fidi gearbeitet hat, ne? Da stellen wir da alles rein in unseren Amazon-Shop, da machen wir euch unten eine Verlinkung. Und auf Instagram, da könnt ihr uns auch folgen. Und auf Instagram seht ihr immer noch so kleine Parts, wenn wir mal weg waren oder mit dem Boot auch Sachen oder andere Dinge. Das wäre nett, ein Abo dazulassen. Bis jetzt machen wir noch keine Mitgliedschaften. Wir haben das schon überlegt, speziell für Mitglieder zu machen. Ja, dann kostet die Mitgliedschaft so 8 Euro bis 10 Euro im Monat. Das kann sich dann jeder überlegen, ob er das dann macht. Wurden wir schon öfter drauf angesprochen. Dann kriegen wir da vielleicht auch eine andere Qualität rein. Ja, ich würde auch gerne mit dem Kameramann arbeiten, dann können wir ganz andere Dinge machen. Aber das ist finanziell im Moment einfach nicht drin. Aber im Moment wehren wir uns dann noch gegen. Aber umsatztechnisch haben wir da im Moment, kommt da gar nichts. Ist ja einfach zu mager, was da umsatztechnisch kommt. Die Filme werden alle sehr gerne geguckt, auch sehr gerne geliked, aber ja, wir brauchen irgendwie mal neue Kameras, neue Computer und da sind wir immer gleich mit 1.000, 2.000 Euro dabei, aber so ist das. Ne? Und infolgedessen sage ich einfach mal, wäre lieb, uns zu abonnieren, weiter zu empfehlen und unsere Links und unsere Amazon-Shop-Seite zu benutzen. Und jetzt geht's wieder weiter mit Fidi und Melanie. Ne? Hallo ihr Lieben, hier ist ja nochmal die Stelle, die oberhalb des Schrankes ist, wo man ja auch nicht so richtig weiß, wo das herkommt. Aber jetzt hatten wir die letzten Tage echt viel Regen und der schöne Wohnmobil steht draußen. Aber da ist nichts nass, weder oben noch unten. Da scheint die Feuchtigkeit jedenfalls auch nicht von außen zu kommen. Das wollten wir euch noch mitteilen, dass da alles trotz Platzregen und Unwetterregen alles trocken geblieben ist. So, wann ist er gestern Abend wieder drin? Wie du siehst, und es passt wie Sau. Es passt wie angegossen, als wenn es nie anders gewesen wäre. Die Seitenwand haben wir auch schon mal wieder reingestellt. Hier, wie du siehst, ist noch nicht festgeschraubt, aber erstmal steht sie drin. Die Stoßstange ist auch wieder dahinter. Das nochmal von der anderen Seite. So. Da hinten oben in der Ecke, da kommt nochmal Sperrholzplatte drauf. Komplett. Ne? Ja, soweit sind wir schon mal. Hallo, ich war nicht dabei, aber guck mal, die Wanne ist da wieder drin. Und auch diese Rückwand ist da wieder drin. Ist das geil oder ist das geil? Oh Mann. Die haben sich ganz schön gequält. Die sehen aus wie ganz erschossen. Ich komme mal zur anderen Seite. Seht ihr das? Die ganze Rückwand ist da jetzt wieder drin. Ich glaube, die Verbindungen von der Heizung sind auch schon wieder angeschlossen. Und hier alles wieder fertig.
So, Axel, wie du siehst, die Bodenplatte ist drin. Ne? Oben in der Ecke, Kabelleisten, Kabelschächte sind wieder dran. Seitenwand ist befestigt. Das Loch von der Heizung ist auch wieder zu. Licht funktioniert wieder, wie du siehst. So, die Regale eingebaut. Die andere Seite zeige ich dir jetzt auch nochmal. Auch wieder alles drin. Ja. So, jetzt habe ich aber allerdings auch keine Lust mehr. Ich denke, ich werde jetzt mit meiner Frau noch eine Radtour machen und beende das heute hier. So, euch noch ein schönes Wochenende. Grüß deine Frau. Bis nächstes Mal. Tschüss. Moin Axel. So, wir haben die Aufhängung von den Fahrrädern runter. Poliert habe ich die Hinterseite auch schon. Nur wenn ich da oben jetzt bin wegen den Schrauben, wenn ich mir die anschaue. So, hier sehen wir jetzt nochmal die Abschlussleiste hinten. Und das ist ja auch wieder eine Leiste, die das Wandteil mit dem Dachteil verbindet. Ne? Und da können wir eben auch schon ganz klar an diesen Schrauben sehen, dass die so ausdellen, dass da die Schrauben verrosten und dann dringt über diese Schrauben das Wasser rein. Und das kann dann in dieser Wand nach unten laufen und sich auch... Die Gummileiste da ist raus, aber da sind gar keine Köpfe mehr drauf. Fast nicht. Alles nur vergammelt und alles kreuzschlüssig. Die werde ich dann nicht rauskriegen. Ich werde sie sauer machen und dann mit Rost und Wandler wieder bearbeiten und dann kommt die Leiste wieder rein. Hallo Fedi, ja, das kann ich mir vorstellen. Nach dieser ganzen Aktion hat man natürlich erstmal auch eine Menge gemacht. Aber ja, du kannst versuchen, die Schrauben mit einer kleinen dünnen Fleckscheibe einzuritzen und dann auszubohren oder rauszudrehen. Zum Teil kannst du die wahrscheinlich auch schon ein bisschen hochhebeln, die ganze Leiste, weil die wenig Halt haben, weil die da drinnen voraussichtlich auch schon in dem Holz, wo sie drin sitzen sollen, auch schon verrottet sind. Sonst ausbohren, mit einem scharfen Bohrer, mit einem kleinen, ganz kleinen Bohrer anfangen und 3 mm, 4 mm. Manchmal kann man dann auch ein Bit dort hineinschlagen oder hineindrücken, so ein Torx, ne, so ein Torx-Bit. Muss man nur die richtigen Größen eben wählen, dann kann man sie damit auch rausholen. Aber ich würde dir empfehlen, das in der nächsten Zeit zu machen, weil das holt dich irgendwann ein und dann läuft euch beiden das Wasser da oben wieder rein. Wäre schade drum. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei Fidi und bei Melanie, denn auch Fidi hat jetzt gemerkt, wie kompliziert das ist mit dem Übertragen der Filme. Dann bin ich mit der Qualität nicht zufrieden, dann bin ich damit nicht zufrieden. Damit wir ein bisschen einigermaßen Bild haben, ist das ganz schwierig, die Filme per WhatsApp zu übertragen. Da muss man eine andere Qualität einstellen, zumindest eine HD-Qualität, weil sonst könnt ihr leider auf der anderen Seite nichts sehen. Wir bedanken uns ganz herzlich und schaltet wieder ein, wenn es da heißt, wir gehen ins Detail und ihr seid dabei. Und wir sagen euch noch ein schönes Wochenende und bis denn, Osterhände. Ne? Tschüss.